أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، صدق الله العظيم. Wir sind jetzt in der Moschee in Singen vom Moscheeverein, und seit 9 Wochen ist dieser Raum schon verwaist. Sie haben Ramadan feiern müssen ohne jede Gemeinschaft. Wie geht es Ihnen dabei? Mein Name ist Fikret Kranik, der Vorstandsvorsitzende der Singen Muslimgemeinde. Ja, es ist ehrlich gesagt, seit 30 Jahren führen wir diese Tradition. Wir fasten, wir tun zusammen mit der Gemeinde beten, wir kommunizieren und festen halt. Aber diesmal ist es unbeschreiblich. Sie sehen es ja wie ein Raum mit Geister. Es ist traurig, wir trauern. Die Muslimgemeinde Singer trauert dieses Jahr. Und es ist echt nicht zum Beschreiben. Heute Abend wäre eigentlich das letzte Fastenbrechen gewesen und damit der Ramadan vorbei. Morgen hätten Sie eigentlich gefeiert. Wie wäre das abgelaufen? Wenn man so zurückdenkt, die Zeiten, wenn wir ganz normale Festtage hätten, wir uns einen Tag davor, das letzte Fastenbrechen, hätte man natürlich mit der Aufregung, Freude sich vorbereitet und dann den Tag danach, also das wäre quasi jetzt morgen früh, in der Dämmerungszeit würde man in die Moschee kommen, dann würde man zusammen mit der Gemeinde das Morgensgebet verrichten. Anschließend würde man natürlich miteinander Tee trinken, Kleinigkeiten zu sich nehmen und auf die Zeit, es wäre quasi 6.20 Uhr, der Festtaggebet, würde man es verrichten und miteinander festen. Aber da das bei uns jetzt nicht der Fall ist, doch der Corona-Geschichte, werden wir leider alle zu Hause festen müssen. Der Grund auch darauf ist einfach, wir haben eine Gemeinde, der, Sie sehen, es ist eine Fläche von 300 Quadratmeter. Da wir das Gesetz nicht übertreten wollen und nicht verstoßen wollen, müssen wir uns anpassen. Würde hier quasi nur 30 Personen zugelassen, das geht bei uns natürlich nicht, weil es kommen hier 1200 bis 1400 Leute und ich kann jetzt einfach nicht sagen, die Personen ich aussuchen, der kommt rein, der kommt nicht rein, das geht nicht. Und draußen an der Gelände würde das natürlich auch nicht funktionieren, weil wenn ich jetzt mal 1200 Personen pro Person 9 Quadratmeter berechne, es würde nicht funktionieren. Deshalb haben wir uns entschlossen, warum wir das natürlich nicht morgen stattfinden wird. Ja, traurig ist es, aber es ist so. Wir müssen einfach dieses Jahr zu Hause festen. Ich wünsche allen Menschen, alle Muslime natürlich auch, eine gesegnete Ramadan-Fest. Wir hoffen und wünschen uns, wir beten, dass das Corona bald wie möglich aus der Welt geschafft wird, dass wir wieder mal unseren Alltag und unseren Ablauf wie vorher stattfinden wird. Das wird aber noch eine ganze Weile gehen, befürchten Sie? Ist so, leider. Wir sind noch natürlich besorgt, dass es noch so vielleicht auch bis zum nächsten Jahr so gehen wird. Aber wir wünschen uns, wir hoffen es, dass bald auch ein Gegenmittel, Impfstoff gefunden wird. Und
es bleibt uns nichts anderes übrig zu beten. Wir können nichts selber unternehmen, wir müssen uns anpassen und es wird wahrscheinlich so lange weitergehen. Und daraufhin sind wir sehr, sehr traurig.